Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe wieder eine gute Inspiration erhalten, einen Videowunsch. Und zwar ging es um meine Gedanken zum nüchtern Training am Morgen oder in der Früh. Was ist, wenn man ganz zeitig trainieren gehen muss und wie ich das am besten handhaben würde, wenn man morgens trainiert. Ich persönlich bin ein Morgenmensch. Ich liebe es, zeitig in der Früh trainieren zu gehen, wenn der Magen noch relativ leer ist. Da habe ich einen tollen, laserscharfen Fokus. Meine Performance ist gut. Ich persönlich hasse es, spät am Abend zu trainieren, wenn ich schon viele Mahlzeiten intus habe und mein Verdauungstrakt einfach mit dem Verdauen der Mahlzeiten beschäftigt ist. Ich sehr, sehr viel Blutvolumen im Magen habe. Natürlich will man beim Training das Blut nicht im Magen haben für den Verdauungsprozess, sondern ihr wollt das Blut in der Zielmuskulatur haben. Deswegen finde ich nüchtern Training am Morgen vielleicht nicht ideal, aber ist mir lieber, als spät am Abend trainieren zu können. Hier muss man aber wieder definieren, was bedeutet für mich nüchtern Training. Ja? Komplett nüchtern würde ich nie ins Training gehen. Ja? Das heißt, das Mindeste, was ich machen würde, ist ein schnell verdauliches Whey-Isolat in der Früh zu konsumieren, um einfach dementsprechend mit Aminosäuren versorgt zu sein und nicht katabol zu sein für den ganzen Trainingsprozess. Ja. Wir haben mit Vario da echt einige Produkte geschaffen. Ich persönlich mag es vielleicht sogar eine halbe, dreiviertel Stunde früher aufzustehen, eine kleine Portion Reispudding zu essen, weil der super schnell verdaulich ist, durch das Verfahren mit dem hydrothermischen Aufschluss, dass die Stärke schon voraufgespalten ist und das Ganze extrem schnell verdaulich ist, kombiniert mit unserem Final Protein. Das ist eigentlich in einer Dreiviertelstunde, Stunde zerlegt, nicht mehr im Magen. Und ich habe überhaupt keine Verdauungsbelastung, wenn ich das 45 Minuten vor dem Training esse und dann eigentlich direkt ins Training gehe. Aber genug der Werbung. Ja. Natürlich, wenn ihr zeitlich limitiert seid und nicht vielleicht noch eine Dreiviertelstunde früher aufstehen wollt, um davor eine kleine Mahlzeit zu essen, könnt ihr auch ruhig nur ein Whey-Isolat trinken und dann danach direkt ab ins Training gehen. Dann würde ich euch aber unbedingt einen Intra-Workout-Shake empfehlen, ja? Dass ihr direkt eine Versorgung mit Aminosäuren, mit Proteinen und mit einem schnell verdaulichen Kohlenhydrat während dem Training habt. Das ist für mich schon eine Geschichte, wo ich sage, wenn man am Morgen trainiert und noch nicht viele Mahlzeiten intus hat, dann ist für mich ein Intra-Workout-Shake ganz essentiell. Ob ihr jetzt auf unser Vario Intra zurückgreifen möchtet, was das absolute Premium-Produkt ist, wenn man das Maximum rausholen möchte, oder ob ihr euch jetzt den Intra selbst zusammenstellt, das bleibt euch und natürlich auch eurem Budget und eurer Zielsetzung selbst überlassen. Und ja, je nachdem, wie man das handhaben möchte und was das Geldbörsel hergibt, aber ein Intra-Workout-Check ist für mich absolut essentiell, wenn man am Morgen trainiert. Ich würde die Trainingseinheit eher kurz und intensiv halten, ja, keine 2-Stunden-Trainings, sondern so eher eine Stunde 15 maximal, vielleicht eine Stunde 30 und dann aber gleich eine ordentliche Mahlzeit hinterher. Je nachdem, was ihr da gerne essen möchtet. Ich würde auf jeden Fall auf ein schnell verdauliches Kohlenhydrat zurückgreifen und eine Eiweißquelle. Fett würde ich in der Post-Workout-Mahlzeit immer aussparen, ja, keine Fette, weil Fett einfach den Verdauungsprozess dementsprechend deutlich verlangsamt. Und nach dem Training geht es mir in erster Linie darum, dass die Nährstoffe so schnell wie möglich zerlegt sind, so schnell wie möglich zur Verfügung stehen und ihr eigentlich direkt die Speicher wieder auffüllen könnt, ja, und eigentlich so schnell wie möglich in den Regenerationsprozess kommt. Ja. Das heißt, von meinem Gesichtspunkt spricht überhaupt nichts gegen das Training zeitlich am Morgen, gegen
nüchtern Training, obwohl es dann für mich eigentlich schon wieder gar nicht nüchtern Training ist, wenn ihr vorher Whey-Shake konsumiert. Nüchtern Training wäre für mich dann eigentlich wirklich nüchtern, ja. Aber grundsätzlich ein Whey-Shake vorher, ein Intra währenddessen und nach dem Training schnell verdauliche Kohlenhydrate und eine schnell verfügbare Eiweißquelle. Das ist für mich ideal. Was gibt es noch dazu zu sagen zum morgendlichen Training oder zum nüchtern Training? Für mich ist ganz entscheidend oder fast der wichtigste Faktor, in der Früh, bevor ihr ins Training geht, sicherzustellen, dass ihr ausreichend hydriert seid. Immer wenn ihr aufsteht, ist euer Körper in einem dehydrierten Zustand. Das heißt, ihr habt in der Nacht, je nachdem wie lange ihr schlaft, 6, 7, 8 Stunden keine Flüssigkeit zugeführt. Das heißt, euer Körper ist in der Früh immer in einem Stadium, wo er dehydriert ist. Was bedeutet Dehydration? Ja? Euer Muskel besteht zu einem Großteil aus Wasser. Wenn ihr nicht dementsprechend hydriert seid, seid ihr wesentlich weniger leistungsfähig zum einen und auch viel verletzungsanfälliger. Das heißt, unbedingt sicherstellen, dass ihr in der Früh genügend Flüssigkeit trinkt. Ja. Wenn ich morgen ins Training gehe, ist das Erste, was ich mache, aufstehen. Ich trinke natürlich immer gleich in der Früh mein Meter, ohne das geht gar nichts. Und das trinke ich mit einem Liter Wasser. Und vor dem Training würde ich auf jeden Fall auch noch eine Prise Salz konsumieren, um den Pump sicherzustellen, den Natrium-Kalium-Haushalt sicherzustellen. Alleine aufgrund wieder einer verletzungspräventiven Maßnahme. Und ihr müsst oder ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr trainiert und wenn ihr schwitzt, verliert ihr unglaublich viel Salz, Mineralien und deshalb ist es ganz wichtig, hier die Speicher vor dem Training auch aufzufüllen. Das heißt, in der Früh ordentlich hydrieren, 1 bis 2 Gramm Salz vor dem Training, probiert es aus, ein Whey-Isolat, ein Intra während dem Training und nach dem Training schnell verfügbare Kohlenhydrate mit einer schnell verfügbaren Eiweißquelle. Und dann seid ihr optimal gerüstet, um am Morgen ins Training zu gehen und vor allem ein erfolgreiches, produktives und auch verletzungsfreies Training zu absolvieren. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, haut es mir einfach unten in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weiterhelfen können. Probiert es mal aus. Ich liebe es, mit einem ordentlichen Training in den Tag zu starten. Ich bin dann meistens viel produktiver und auch viel besser gelaunt, wenn ich das gleich in der Früh absolviere. Ja, ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr könnt mich gerne unterstützen und supporten. Diese Videos sind nur durch eure Unterstützung möglich. Mit eurem Einkauf auf esn.com, wenn ihr fleißig mit meinem Code BOX einkauft, kann ich weiterhin solche Videos für euch produzieren. An dieser Stelle herzlichen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Pfiat euch, Baba.